So. Matten. Du musst den erst wieder zurückdrehen lassen. Du hast ihn, der hat mich schon auf, also der hat schon so viel gedreht, dass er auf jetzt auf 900 Grad gleich ist. Ah. Weil jetzt hat er resettet bei mir. Ja, weil ich jetzt Upper Limit Optings gestellt habe. Ja, jetzt ist er out of limit. Ja, jetzt ist er. Ah. So. Okay. Zu wissen. Aua. Ja. Ich bin auch gestorben. Ich hoffe, das ist hoffentlich spawn ich lebendig. Drück mir die Daumen, dass ich lebendig spawn. Ich lasse erst dich spawnen. Ja, ich bin gespawnt. Okay, okay. Okay. Daumen drücken. Ich bin lebendig. Ja. Hast du was beigehabt? Ich weiß nicht, glaub nicht. Einfach gucken. Ich glaube, ich habe was beigehabt. Ja, ich habe Startplatten da gehabt. Raus mit dem Müll. Du setzt jetzt auf. Brauchst du irgendwelche Hilfe bei den Einstellungen? Mhm. Am besten, kann das alleine? Am besten ist halt, also ich weiß nicht, also die Rotoren umzubenennen, weißt du? Ich habe in der Icarus habe ich auch die Station, also die Motoren oben unten genannt, damit ich immer später auch noch weiß, welcher was ist, weißt du? So, ich gehe mal wieder rüber. Jo. Oh, ups. So, ich muss noch geschweißt werden. So, bauen, bauen, bauen. Der soll einfach mal, ich glaube mal ein bisschen Gummi hier. So. Ich habe jetzt erstmal alles, oder mehr oder weniger alles Relevantes geschweißt. So, hier noch Batterien aufladen lassen. Komisch, komisch. Wird zu langsam. So, was war jetzt bei dir? Ein Ding dreht sich ziemlich langsam. Welcher ist denn das von denen? Der obere, der mittlere oder der untere? Mittlere. Na, der ist laut Anzeige doch an der Grenze vom Value. Ja.
Aber der dreht sich bei mir noch ein bisschen. Was? Ja, der oberste in der Anzeige dreht sich bei mir. Also im Kontrollmenü. Der verändert sich den Engel, weil das Breaking-Dingens da nicht eingestellt ist. Dreht er sich immer weiter. Ah. Der mittlere hat auch noch kein Breaking-Dingens. Das habe ich gerade rausgenommen. Nein, ich will kein Suicide machen. So, dann wird hier mal gebaut. Wobei hier ist noch, ich sehe gerade, hier ist auch von außen was, was nicht geschweißt wurde. Das ist mal per Hand, ne? Hm. Zack, und zack. Kabel. Haben wir echt alles aufgebraucht, scheinbar. Ah, Tatsache, ist alles leer. Dann wollten wir noch schweißen. Liebe Leute, die gerade zugucken, habt ihr irgendwelche Vorschläge, entweder was wir als nächstes bauen sollen oder, jetzt das Wichtige, in welchen Farben wir die Station oder das Lagerhaus anmalen sollen? Weil ich bin da ein bisschen planlos, deswegen könnt ihr mir gerne Vorschläge senden. Haltet euch nicht zurück. So, hier haben wir das geschweißt. Die Türen als nächstes. Display und Computer fehlen bei beiden. So, zack und zack und zack und zack. Das noch voll machen und dann noch die Rechte freigeben, die Türen benennen, damit wir es gleich wissen. Lagerhaus Doppel 1. Lagerhaus Doppel 2. Und natürlich mit Fraction und mit Fraction. Okay. Ich überlege gerade, wo die Tür ist. Ach genau, es sind die Türen. Einmal hier das Pad. Kann ich noch einmal benennen. Pad. Und dann ist das hier Tür 1 und das ist random. Ja, das ist random. Genau. Gucken, ob vielleicht mit ein bisschen Glück ist hier auch alles drin, was wir schon brauchen. Und nope, ist es nicht. Und das mal wieder weggebracht. Neue Stahlplatten holen. Und nochmal gucken, wie wir bauen wollen. Ne? Mal schauen. Hier ist alles fertig. WB. Was überhaupt, AFK? Bisschen, also neuer AFK nicht, mein Vater kommt halt ständig rein und geht mir auf den Sack.
Frage aller Fragen. Na, machen wir es so. Oder? 203 hoch. Was denkst du, Seele? Das Lagerhaus, die erste Etage. Zwei Blöcke hoch oder drei Blöcke hoch? Warte mal, ich komme vorbei. Oh. Eno. Ich glaube, ich... Na, das hier dann, sage ich mal, die Decke ist. Also zwei hoch ich glaub, und dann ich würd, Decke. Ich würde sogar noch einen höher machen, einfach nur damit es ein bisschen größer aussieht. Oder so. Wobei, wie groß sind die großen Cargo-Container? Die sind doch drei Blöcke hoch, oder? Ja, ich glaube, die sind drei Blöcke hoch, dann brauche ich das eh die Höhe. Naja, dann mach das. Ja, okay, dann klatsch ich das so. Aber ich werde in der oberen Etage. Wie heißen die Scheißblöcke? Hier, wie heißen sie? Interior Walls anbauen. Mhm. Wenn das ein bisschen unterschiedlich aussieht, weil wir haben bis jetzt überall nur halt die anderen Teile. Wo ist es? So, ich brauche 50 Dafür misst man den Creative Mode, wenn man so viele Blöcke planten muss und das so wenig Reichweite hat.